So, und was macht ihr hier so? Schachverein oder? Weißt du, wir haben uns alle durch Zufall hier getroffen heute. Ach so. Irgendwas soll hier heute sein mit Elektroauto. Habt ihr eine Ahnung? Diesel-Demo. Die nächsten Fahrzeuge passen schon gar nicht mehr auf den Parkplatz drauf. Hier ist alles brechend voll. Da drüben, jetzt bis ganz nach hinten rum, 2 Reihen, 3 Reihen, 4 Reihen, 6 Reihen E-Fahrzeuge. Und hier drüben auch. Wird auf jeden Fall ein mega Ding. Also so jeder, der jetzt noch gezweifelt hatte, das wird riesig. Vielen lieben Dank an euch. Das war nicht einfach. Es sind nämlich deutlich mehr Fahrzeuge gekommen als eigentlich angemeldet. Und deswegen war auch für die Polizei eine große Herausforderung. Deswegen ist es natürlich auch schön, dass es alles so geklappt hat. Geht's euch denn allen gut? Ja! Hattet ihr Spaß? Ja! Wollt ihr es nächstes Jahr wieder? Ja! So, inzwischen ist jetzt ein Tag rum nach der E-Mobility Parade und ihr habt jetzt ein paar Bilder gesehen. Es sah echt ganz cool aus, aber es wird Zeit, glaube ich, ein Resümee zu ziehen. Und damit man nicht nur meine persönliche Meinung hat, ist jetzt der Thomas auch von der Interessengemeinschaft Elektromobilität mit bei mir. Und Thomas, sag doch mal, wie hast du es wahrgenommen, die E-Mobility Parade? Also wenn ich die vom letzten Jahr und diese von diesem Jahr vergleiche, sage ich, dass dieses Jahr wesentlich stressiger gewesen ist. Es waren mehr Teilnehmer, der Platz war voller. Lag es an den mehreren Teilnehmern, dass es stressiger war? Ich denke mal, es lag daran an der Anordnung, dass wir nur einspurig zu fahren haben. Das war aus meiner Sicht der größte Knackpunkt, weil das führte dazu, dass natürlich auf den Straßen links und rechts, wenn du so eine dreispurige Straße hattest oder auch eine zweispurige, war genug Platz, wo sich dann halt auch mal aus Toreinfahrten, kleinen Nebenstraßen, die halt so schnell nicht von der Polizei abgesperrt worden sind, Verbrenner mit reingedrängelt haben. Also jetzt ganz kurz, es geht dabei nicht um Verbrenner, sondern hätte ja auch andere Elektroautos oder was auch immer sein können. Aber einfach Leute, die irgendwie während diese Parade vorbeirollt, quasi an ihr Tor heranfahren und gar nicht mitbekommen haben, dass dort eine Demo ist. Genau. Die haben das erste Führungsfahrzeug der Polizei gar nicht mitbekommen. Zwischendurch war zu wenig Polizei, weil der Pulk einfach zu lang war. Mhm. Da sind die gar nicht dahin gekommen. Also da kommen wir später nochmal zu, weil ich bin in beiden Ecken zwangsläufig mitgefahren. Sowohl am vorderen, also am Anfang war ich vorne, zum Schluss war ich dann hinten und also im vorderen Drittel war es halt verdammt stressig, im hinteren Drittel war es dann sehr, sehr geordnet, muss ich dazu sagen. Aber die Polizei ist halt über unser hinteres Drittel auch nie hinausgekommen. Ne? Die haben gemacht, was sie konnten, alle Einfahrten zu. Aber dadurch, dass der Pulk so lang war, sind sie halt über die Hälfte des Pulks nicht in den Bett gekommen. Also wir hatten zwischendurch mal Glimps zu laufen, das war schon abartig. Also der Pulk war wirklich mehrere Kilometer lang. Ne? Weil wenn man jetzt mal 700... E-Fahrzeuge, sagen wir, nimm mal 200 Roller raus, sagen wir mal 300 Roller raus, bleiben 400 Fahrzeuge. Und da rede ich jetzt von Autos. Ja. Ne? Jetzt reicht die mal Stoßstange an Stoßstange aneinander mit einer durchschnittlichen Länge von 4 Metern. Ne? Dann könnt ihr euch schon ausrechnen, was da zusammenkommt. Und beim Fahren hat man ja immer noch so eine halbe bis ganze Fahrzeuglänge dazwischen frei. Also das ist schon enorm gewesen. Und das einspurig fand ich ganz ehrlich auch. Wir sind im letzten Jahr zweispurig gefahren. Wir sind zweispurig gefahren. Das hat zur Folge, dass wir sowohl auf Richtungsfahrbahnen natürlich nicht irgendwie rechts oder links überholt werden konnten von irgendjemanden, ne? Ja. Dass sich gar nicht erst einer reindrängeln konnte. Dass aber mehr auch Fahrzeuge waren, die dann auch mal jemanden blockieren konnten, ihm klar machen konnten, es ist momentan schlechte Idee, hier auf die Straße raufzufahren, warte doch bitte. Und dann hat man eben die Kreuzung halt mal zugemacht, bis halt die Polizei da gewesen ist und konnte dann aber eben auch ganz einfach wieder einscheren. Wieder in die Kolonne einscheren, genau. Blockieren ist immer ein bisschen ja, böse gesagt, aber im Prinzip ist es das, weil
es sind mehrere Punkte. Also wir waren auch nicht als Demo erkennbar. Wir sind zwar alle mit Warnblinkanlage gefahren, aber jede groß aufgezogene Hochzeit, die ein Corso durch Berlin macht, fährt mit mehreren Fahrzeugen und Warnblinkanlage da durch und macht Musik. Also das ist der Berliner gewohnt. Da reiht er sich einfach ein und versucht dann irgendwie mitzuschwimmen. Das ist zum Beispiel eine Sache, ich habe es von der Leipziger Parade gesehen. Die haben zum Beispiel alle Teilnehmer der Parade, die sie in Leipzig hatten, mit einem gut sichtbaren grünen Bändchen am Spiegel gekennzeichnet. An beiden Rückspiegeln, ja. Und das denke das ich mal, wäre zum Beispiel so eine Sache. Wir hatten ja von der Interessengemeinschaft noch so kleine Autoflaggen uns gemacht. Ne? Oder dass man einfach sagt, jeder Teilnehmer, weiß ich nicht, kriegst du eine Flagge oder wie auch immer, also irgendetwas. Ich wäre auch dafür, dass man so 10 Fahrzeuge hintereinander hat und dann halt immer mal wieder irgendwie, wir hatten ja einen Street Scooter dabei, wir hatten einen ENV 200, dass man dann sagt, okay, die angemeldeten Transporter oder sowas, die haben dann nochmal ein Banner oder irgendwie ein erkennbares Zeichen, alle 10 Fahrzeuge, dass es irgendwo so ein bisschen geordnet ist und dass man auch halt wirklich als Demo erkennbar ist mit einem Banner an der Seite. Was man auch bei der Fahrradsternfahrt, da war ich auch mit dabei, dort war zum Beispiel auch so, dass wir eben von der Organisation, also von den Angemeldern dieser Demonstration, die haben halt direkt Ordner gestellt. Also die haben an den Treffpunkten halt gewartet, sind dann mitgefahren und je mehr Treffpunkte du abgearbeitet hast, desto mehr Ordner hast du gehabt und die haben sich natürlich auch während der Fahrt Polizei unterstützend eingesetzt und haben dann halt den Konvoi nach vorne, nach hinten, zur Seite, nach links und rechts abgesichert und haben Hilfestellung geleistet. Also auch das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich möchte nochmal betonen, die Kratzstaffel der Polizei, die hat wirklich einen Top-Job geliefert. Ja. Und die mussten sich auch wirklich mit vielen Menschen auseinandersetzen. Also es ist nicht so, dass man jetzt denkt, da vorne fährt ein Führungsfahrzeug, jetzt kommt ein Motorrad und macht quasi die Kreuzung dicht nach rechts und links und steht da mit Blaulicht. Es sind trotzdem Fußgänger an denen vorbei. Ich blende sie gleich nochmal ein. Wir haben da so ein paar Aufnahmen durch Zufall mitbekommen. Ich hoffe, wir kriegen da keinen Ärger mit der Polizei, wenn wir das zeigen, aber die mussten wirklich einen Top-Job liefern und das haben sie auch gemacht. Sie waren aber einfach viel zu wenige für diesen gigantischen Konvoi. Für die Länge. Nicht für die Ja, Entschuldigung. Nicht für die Menge der Fahrzeuge, und sondern für die Länge des Konvois. Und zweispurig hätte man den einfach halbieren können. Genau. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, okay, dann hätte ich sicherlich in einigen Straßen auch wieder den Gegenverkehr rausnehmen können oder müssen, ne? Ja. Weil einige Straßen sind ja nur in eine Richtung einspurig, aber dann wäre ich auch wieder sicherer unterwegs gewesen. Ja. In dem Moment, wo ich den Gegenverkehr auch rausnehme, ist es für mich klarer, auch für die Leute drumherum, klarer ersichtlich, dass es sich hierbei um eine Demo handelt. Denn das Motto war, so leise war deine Stadt noch nie. Aber der Effekt kommt nicht rüber, wenn nur eine Spur leise fährt und auf der anderen Seite... Und? Ja? Das war eben auch auf Straßen so gewesen, die eigentlich abgesperrt waren, die nur einen Fahrstreifen in die Richtung hatten. Die waren zwar für den Gegenverkehr gesperrt, trotzdem gab es dort Gegenverkehr. Und wo ich noch im vorderen Drittel gefahren bin, habe ich zweimal erlebt, wo es fast zu einer Frontalkarambolage zwischen einem Motorradfahrer der Polizei und dem Gegenverkehr kam, weil der Gegenverkehr überhaupt nicht auf den Polizisten reagiert hat, der da mit Blaulicht entgegenkam. Also das waren zwei, dreimal richtig kritische Situationen, wo ich gesagt habe, hey, wären wir zweispurig gefahren, wäre dieser Gegenverkehr gar nicht erst aufgetaucht. Ne? Weil der kam richtig, auch aus irgendeiner richtig. Seiteneinfahrt Also den raus. Schuh muss ich bei der Organisation, vielleicht sicherlich nicht ein Robin, aber den Schuh muss ich beim Senat oder bei der Polizeiführung irgendjemand anziehen, der entschieden hat, dass wir einspurig fahren. Ich sag mal so, die Idee dahinter, die theoretische Idee war ja wahrscheinlich die, das war ja ein Problem der letzten Parade, dass die Polizeifahrzeuge teilweise an unserem Konvoi nicht vorbeigekommen sind. Wir haben zwar, wenn wir sie gesehen haben, Platz gemacht, aber trotzdem, wenn eben zwei Spuren belegt sind, ist es halt schwierig vorbeizukommen. Dann hätte man sagen können, bitte fahr zweispurig und immer versetzt. Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn man das vorher kommuniziert hätte, gesagt, ihr fahrt bitte nicht nebeneinander, sondern immer versetzt, denn wir hatten es auch zweimal, dass ein Krankenwagen einmal unsere Spur gekreuzt hat und einmal sogar entgegenkam. Das wäre dann auch kein Problem gewesen, dann hätte man Platz machen können. Ja. Das haben wir auch gemacht, ne, ohne Frage. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin nach der Parade ausgestiegen und ich war fertiger und gestresster, als wenn ich morgens durch den Berufsverkehr zur Arbeit, zur Kita und Co. fahre. Und das will schon echt was heißen. Also ich war wirklich fertig auf den Ketten, weil viele Leute
ich kann es auch verstehen. Eine Demo, ich sage mal, eine Demo muss wehtun, ne? Muss halt eine gewisse Blockade da sein, damit es einfach, damit man einfach auch so ein bisschen drauf aufmerksam macht. Aber es kann nicht sein, dass wir eine halbe oder eine Dreiviertelstunde da eine Kreuzung dicht machen und den gesamten Straßenverkehr zum Erliegen bringen in der Innenstadt. Damit haben wir nichts gewonnen. Ja, und vor allen Dingen, dass wir den Verkehrsraum auch nicht optimal ausnutzen, indem wir die Hälfte der Spuren freilassen. Das ist auch, halt auch noch negativ. Ja. Und wie gesagt, ich bin da ein bisschen zweigeteilt. Am Anfang, wo ich im vorderen Drittel gefahren bin, da war es eben extrem stressig, weil da war eben wirklich kaum Polizei. Dann sind mal irgendwann drei Polizeimotorräder vorgeprescht gekommen und haben die nächsten Kreuzungen zugemacht. Aber es waren 6 Kreuzungen und wir hätten 10 Polizisten gebraucht. Und dann ist der Erfolg wieder verpufft. Wo ich nachher im letzten Drittel gefahren bin, da hat das ganze System wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Und wir haben ja dann auch wieder zum vorderen Pulk aufgeschlossen. Aber ja, aber zwischendurch, wir hatten zweimal zwischendurch die Situation, dass der Pulk wirklich abgerissen ist. Und wir dachten, das war's jetzt mit der Demo. Also einmal Oberbaumbrücke. Da waren inzwischen so viele Verbrenner mit in der Reihe drin. Und jetzt, liebe BVG, den Schuh zieht ihr euch an. Ihr seid Mitorganisator gewesen und es haben sich BVG-Linienbusse in die Demo mit eingereiht. Ja. Ja? Die nicht warten konnten. Und da hört bei mir jegliches Verständnis auf. Werden eure Fahrer nach Stationen oder nach Stunden bezahlt? Also kann es doch dem Fahrer völlig boogie sein, ob er steht oder ob er fährt. Ja. Oder? Also da muss ich wirklich mal sagen, liebe BVG, da ganz großes Kommunikationsfail an eure Mitarbeiter und ganz dringend nochmal mit denen reden. Es kann nicht sein, dass ich einen Bus quer auf die Fahrbahn stellt, den Gegenverkehr blockiert und so lange auf dieser Mega-Hupe stehen bleibt, bis ihn endlich mal jemand reinlässt und dann in einer Elektroautoparade mit einem Dieselbus mitfährt. Also da hört dann bei mir und dann die nächste Haltestelle anhält und dann kamen wir nicht mehr vorbei. Ja, also das ist völlig, völlig Banane. Ja, und ne? das Abreißen. So, ganz kurz. Und dann waren wir Oberbaumbrücke und da waren so viele Verbrenner mittlerweile drin, dass es nur durch eine Spur geradeaus rausging aus der Kreuzung. Und im Kreuzungsbereich kam von allen Seiten Fußgänger. Es war ein Polizist auf 3 oder 4 Spuren von der Oberbaumbrücke kommend, 3 oder 4 Spuren von der Oberbaumbrücke gehend und 8 Spuren in beide Richtungen kreuzend. Ne? Gigantisch. Gigantische Kreuzung. Da steht ein Polizist und der hatte alle Hände voll zu tun. Ja. Ja? Und dann kommen da Verbrenner und die winkt da geradeaus durch und ortsfremde Teilnehmer der Parade, ja, die sind halt dem Verbrenner hinterhergefahren. Ja, die sind geradeaus weitergefahren. Dann kam zum Glück ein zweiter Polizist, der uns dann erstmal gezeigt hat, ey, ihr müsst drehen. Dann sind wir nach so 100, 200 Meter haben wir gedreht, weil ich dann auch schon dachte, ey, wir wollten eine Oberbaumbrücke abbiegen, warum fahren wir hier geradeaus? Aber ich bin ja an Elektroautos hinterhergefahren, ne? So. Und dann haben wir gedreht, sind über den Gegenverkehr wieder zur Oberbaumbrücke zurück und sind dann über die Oberbaumbrücke, wo ich sagte, da war ich schon das erste Mal bedient, ja. Und dann kommen wir wenig später am Lützowplatz an und ich bin in der Kolonne und alles ist gut und am Lützowplatz sehe ich nur noch Autos. Wir sehen nur noch Autos. Auf der Kreuzung, neben der Kreuzung, in der Kreuzung, überall nur noch Autos. Und es war denen egal, ob wir eine Kolonne sind. Die haben sich einfach Schritttempo so lange vorgeschoben, bis der erste bremst oder es knallt. Und die ersten haben gebremst. Und dann war Querverkehr, Gegenverkehr und alles drum und dran. Und man hat's, vielleicht sieht man's noch, ich versuch's mal einzublenden, als wir wiedergekommen sind zum Ernst-Reuter-Platz am Ziel, war ein Drittel des Parkplatzes nicht mehr belegt. Wir hatten einige bei uns aus der Gruppe, die sich verabschiedet haben aus dem Konvoi, ja, die gesagt haben, ich habe darauf keinen Bock mehr. Und wir haben einige, die auch einfach falsch abgebogen sind. Also ich habe es einfach zwischendurch gesehen, die sind dann falsch abgebogen, die sind dann eben nicht, haben nicht mehr gedreht oder sonst irgendetwas. Oranienplatz, der Kreisverkehr genauso. Da war auch kein Polizist, nichts. Da musste ich dann auf Fahrradfahrer warten. Dann hatte ich Verbrenner im Kreisverkehr und dann hatte ich plötzlich 5 Autos zwischen mir und den anderen. Und das war für mich keine Demo. Das war für mich, also ganz im Ernst, da ist die Führung gefragt, da waren es einfach zu wenige. Ich kenne mich nicht aus, wie es bei der Polizei ist, ob es da, ich habe gehört, da gibt es so verschiedene Klassen, ne, wie viele Beamte man schickt. Und man hat sicherlich entschieden, auf Basis dessen, dass 500 Fahrzeuge angemeldet waren, jetzt waren es 700, dann muss man eine Entscheidung treffen. Dann muss man entweder sagen, ich hole noch welche oder ich sage, es können nicht alle daran teilnehmen oder ich muss irgendwie eine Lösung finden. Aber so eine Demo durchzuführen,
kann nicht sein. Also es ist an mehreren Stellen beinahe eskaliert und das sehe ich als kritisch an. Dann sage ich lieber, also dann lasse ich zur Not die Veranstaltung platzen oder sonst irgendetwas. Aber ja, ich denke mal, dass da mehrere Sachen zusammengekommen sind. Das eine ist, dass ja eben noch 7 weitere Demonstrationen gewesen sind. Das kommt noch damit dazu. Damit wird natürlich Personalmangel gewesen sein. Sprich, selbst wenn Robin nachgemeldet hat, wird kurzfristig nicht mehr an Personal bereitgestellt worden sein. Es gibt Veranstaltungen, die werden halt aus solchen Gründen abgesagt. Und dann muss ich eben auch... Ja, aber ich denke mal, wie gesagt, der größte Knackpunkt war eben, dass sie sich erhofft haben, dadurch, also es war eben dieses theoretische Konstrukt, dass man sagt, wenn man einspurig fährt, kann die Polizei schneller agieren und kann im Prinzip dann auch mit 70, 80, 90 an unserem Pulk vorbei, kann die Kreuzung zumachen und. Was aber in der Praxis halt nicht funktioniert hat. Die Spitze sehen wir noch mit den Rollern, das ist sehr gut, das ist wunderbar. Jetzt wird hier ganz hektisch irgendwie sich abgestimmt mit der Polizei, ich weiß gar nicht, was da jetzt los ist, aber irgendwas scheint hier Hektik auszulösen. Warum? Selbst bei 500 Fahrzeugen, selbst wenn ich da 300, deswegen nur 200 Autos nehme und ich nehme eine durchschnittliche Länge von 4 Metern und ich stelle die hintereinander einspurig, selbst da hätte mir klar sein müssen, dass das nicht funktionieren kann. Nicht bei den ganzen kleinen Seitenstraßen. Dass die Polizei nicht jede kleine Seitenstraße absperren kann, das ist mir klar. Das Thema hatten wir letztes Jahr. Da kam ab und zu mal einer aus einer kleinen Seitenstraße. Das ist nicht das Problem. Ne? Größte Teil, der aus einer Seitenstraße kommt und es nicht weiß, der ist ja dann auch, sag ich mal, wenn man sich mit dem Elektroauto dann quer davor gestellt hat, einsichtig und sagt, okay, ich habe es verstanden. Mit einem kurzen Gespräch aus dem Fenster raus hat man das erklärt und dann war dem auch genau. Oder dann ist ja eine Straße vorbei. Dann ist der eine Straße weitergefahren und ist dann abgebogen. Oder eben der Pulk, der war nicht so lang, weil er eben zweispurig war. Das war ihm dann die Wartezeit eben auch nicht, nicht eine Stunde, sondern da wusste er eben, okay, das dauert halt 10 Minuten, dann komme ich hier weiter. Und da ist der Berliner ja grundsätzlich durch die ganzen anderen Regierungssachen schon leidgeprüft und weiß, wenn die Straßen gesperrt werden, wenn da eben eine Kolonne kommt und die Straße absperrt, dann ist das halt so. Ne? Ja. Aber das war eben der teilweise, wie gesagt, vermutlich eine Dreiviertelstunde, wo die hätten warten müssen und das war eben dann vielen doch zu lang. Ne? So, aber jetzt mal genug gemeckert, gab es so positive Seiten? Also ich fand zum Beispiel sehr, sehr schön, wo wir am Checkpoint Charlie vorbeigefahren sind. Dass die Soldaten, die Verkleideten und so und die ganzen Touris gewunken haben. Ja, die Touris, die waren ja total begeistert. Also die haben es, glaube ich, das erste Mal richtig mitgeschnitten, dass es auf einmal verdammt ruhig gewesen ist. Da waren wir auch allein auf der Straße, muss man dazu sagen. Das stimmt, da gab es keinen Gegenverkehr. Da war es dann wirklich kein Gegenverkehr, da war es mit einmal Stille und das ist wirklich dem Letzten aufgefallen und was da an Aufmerksamkeit erzeugt wurde, wie viele da im Prinzip mit ihren Handys am Straßenrand gestanden haben, oh, guck mal, Elektroautos und so viele. Das war ja wirklich beeindruckend und die haben auch das Gespräch gesucht, die haben dann noch Daumen gezeigt, haben gesagt, oh, es ist schon ruhig und sowas. Das alles, ist ja, ne? Im Prinzip auch der Effekt, den wir letztes Jahr sehr oft hatten, ja, und den man ja auch erreichen möchte. Und ansonsten, ich meine, die Streckenführung ansonsten durch Berlin war eigentlich auch sehr schön. Also es ging durch Ecken, die ich von Berlin noch nicht kannte, sagen wir es also mal ich so. Man hat sich selber auch ein bisschen schwer gemacht, also durch Bezirke oder durch Ecken. Kreuzberg hätte man den vielleicht lassen können. Kreuzberg, Oranienplatz, das sind immer, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, Verkehrs-Hotspots. Sowohl für Fahrräder als auch für Autos, für alle Teilnehmer. Und wenn man da durchfährt, dann muss mir einfach klar sein, da brauche ich mehr Personal. Da muss ich wirklich jede Ecke dicht machen, weil da sind die Leute auch echt extrem schmerzbefreit und fahren halt einfach. Ja. Aber wie gesagt, ich fand eben teilweise die Streckenabschnitte waren eben schön aufgewählt. Aber es waren schöne Abschnitte, wie gesagt, auch am Flughafen vorbei. Das war Tempelhof eben, und so. Waren halt schöne Streckenabschnitte, wo man halt auch mal als Fahrer gesagt hat, da macht es eben auch Spaß lang zu fahren. Wie gesagt, es gab eben stressige Punkte, aber über die haben wir ja schon gesprochen. Ja. Auch das davor und danach. Das Sammeln und sowas hat diesmal auch besser geklappt als letztes Mal, finde ich. Also letztes Mal war ein bisschen mehr Chaos, diesmal war irgendwo vornherein das Einweisen über die Schleife und sowas. Genau, dass die Autos schon direkt in Fahrtrichtung standen. Das alle. Letzte Mal das Losfahren, das war etwas chaotisch. Wir hatten uns eigentlich auch vorgenommen, dass wir dann sagen, ein paar Autos, wir bleiben so ein bisschen zusammen. Mhm. Das ging aber beim Start absolut nicht, weil dann wirklich jeder halt mal losgefahren ist, wann er wollte. Und dann war das eben auch ein Traum. Und dann kam dann halt noch ganz groß Weltrekord geknackt, ne? 700 Elektrofahrzeuge in einer Kolonne zusammengetroffen und alles drum und dran. Das wird sicherlich mehr und damit wird man sich eben auch den Problemen annehmen müssen und man wird sich damit auseinandersetzen müssen. Man wird sich dem stellen müssen.
Manöverkritik wird die Polizei sicherlich auch genügend üben. Ich habe auch einen Polizisten gehört, der gesagt hat, also das macht er nicht nochmal. Der war auch fertig und das glaube ich auch. Ja. Ja, wir haben ja auch einen Polizisten bei uns in den Reihen und der ist natürlich, hat es ja auch live miterlebt jetzt. Und der sagt natürlich auch, ist nicht so gelaufen, wie es eigentlich vorher geplant ist. Er wollte uns ja auch nochmal ein Feedback geben, eventuell über was jetzt von den teilnehmenden Polizisten kommt. Und ich denke mal, wir halten euch bestimmt auf dem Laufenden. Ich denke mal, wir werden da auch den Kontakt zur Polizei über diesen Kanal aufrechterhalten und werden auch Verbesserungsvorschläge machen. Weil wir wollen nämlich nicht nur meckern, sondern wir wollen es besser machen. Genau, wir wollen es beim nächsten Mal besser machen. Und wir wollen ja auch auf uns aufmerksam machen, aber wir wollen keinen Außenstehenden irgendwie eine Dreiviertelstunde an einer Ampel stehen lassen. Ja, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Weil dann hat er kein Verständnis mehr und dann kommt der Bumerang zu uns zurück. Ja. Und das macht einfach keinen Sinn. Na? In diesem Sinne, vielen Dank, Thomas. Ja, kein Problem. Ich mache noch ein bisschen Musik und noch ein paar hübsche Bilder von der E-Mobility Parade. Vielen Dank, Robin TV, für das Organisieren dieser E-Mobility Parade. Wir finden es toll. Und hoffen, dass auch ihr vielleicht nächstes Jahr dabei seid. Auch wer kein E-Auto hat, aber sich einfach nur dafür interessiert, kann dort gerne hinkommen. Es gibt unendlich viele Leute, die aufgeschlossen sind, die gerne Leute mitnehmen. Und ansonsten gebt uns ein Like, wenn euch unsere Berichterstattung gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, bekommt ihr sogar eine Benachrichtigung. In diesem Sinne, danke und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. We'll be right back.